Yo Leute, hier ist wieder der Nacken und willkommen zurück zu Crysis 3. Wir haben ja bis jetzt noch nicht so viel gesehen vom Spiel. Es war noch so eine kleine Kennenlernphase, eine Aufwärmphase quasi. Ich hoffe, hier kommt noch einiges auf uns zu. Sagen sie mal alle. Wir haben einen anderen Vorschlag. Jawohl. Hier noch. Wo ist alle herkommen? Ach, unser lustiges Spiel. Warte, ich bin gleich da. Scheiße, Plan ist herum. Kriegst du das von deiner Seite aus wirklich hin? Vergiss es. Ich brauch keinen scheiß Taucheranzug. Sprengpfeile sind alle weg. Mal gucken, ob wir welche neue finden. Geh weiter, wir treffen uns weiter vorne wieder, okay? Roger. Rücke vor. Hier sind noch massig Gegner. Und eine Scar ist da. Aha. Was ist das? Nichts. Okay, hier ist nichts. Genau. Siehst du?
Also ich versuche es immer auf die sanfte Tour zu machen, aber das klappt, wie ihr schon gesehen habt, nicht immer. Pfeile mal holen. Die sind wichtig. Mission ist gut. Psycho, nähere mich nächstem Sektor. Psycho? Ja. Verstanden. So. Ist ein bisschen monoton hier irgendwie. Immer so Abschnitte. Da sind ein Haufen Gegner. Wir gewinnen das Feuergefecht durch gezielte Feuer. Ja. Danach erledigen wir das Spiel. Was war das jetzt? Ach, das sind glaube ich so EMP-Granaten. Da ist mein Anzug, meine Anzugenergie gleich weg. Meine Fresse! Kommt doch gar nicht zum Durchatmen hier. Was macht denn der? Ich will mich dort tarnen. Naja. Der Kerl darf uns nicht entwischen. Los! Bin gleich da. Lebt noch jemand? Scheiße! Mein Gott. Ah, hier sind Pfeile, sehr geil.
ist das hier? Ah, Kontrollpunkt, das ist gut. Psycho, ich bin durch. Ja, verstanden. Wir treffen uns am Aufzug des Talks. Vorsicht, Cell aktiviert Geschütze. Du kannst sie hacken. Und ich bin wieder der Arsch. Ah, die Dinger kann ich hacken. Mit dem schönen Minispiel, ah ja. Meister. Na, schieb mich hier nicht, hey. Klinge fest. Du hast neuerdings, Leute. Ihr habt sie sehen. Zeig euch, ich bin durch. Boah. Ja, verstanden. Wir treffen uns am Aufzug des Torfs. Vorsicht, Cell aktiviert Geschütze. Du kannst sie hacken. Und ich bin wieder der Arsch! Schnappt ihn euch! Ah, die schießen dann auf die Feinde, das ist ja geil. Mist! Hier bin ich jetzt vorhin gestorben. Drückst du mich da in der Ecke? Sobald wir drin sind, stoßen wir zu meinen Leuten. Du hast neuerdings Leute. Du kennst mich. Ich war schon immer ein Teamplayer. Ich gehe nirgends hin, bis du mir ein paar Antworten gibst. Ah, aus dem ersten Teil. Ja, ich erinnere mich. Kleine Review. Charakterinformationen über Psycho. Michael Psycho Skies. Six. Sykes, oder wie man das ausspricht. Interessiert mich jetzt aber wenig, warum da das und dies. Die meisten sind Schuldsklaven. Cell gehört unsere Energie. Alles. Kannst du deine Rechnung nicht bezahlen, musst du sie abarbeiten. Was natürlich nicht geht. Toll, was? Es ist ein Teufelskreis, aus dem es keinen drinnen gibt. Man hat keine Wahl. Warum zittert denn der so? Es sei denn, also ich. Man kämpft. Der tanzt. Hier. Ich zeig dir, was Cell getrieben hat, während du geschlafen hast. Vielleicht verstehst du es dann. Willkommen in New York. Version 2.0. Wow. Episch. Was haben Sie getan? Die Stadt hat eine Energiesignatur. Warum das? Cell. Sie kanalisieren Energie aus Alien-Technologie. Versorgen ihr globales Energienetz über eine einzige Self-Maschine in diesem Dom. So einfach kann es nicht sein. Ist es aber, Mann. Keine Energie, kein Cell. Ganz einfach. Nein, der Alpha-Self hat mir eine Vision gezeigt. Das hatten wir alles schon. Es muss irgendeine Verbindung geben. Prophet, die Aliens sind Geschichte. Du hast sie selbst erledigt, bis auf ein paar wenige. Nein, da steckt mehr dahinter. Wir müssen nur etwas finden. Irgendwo hier, eine Spur. Hör zu,
Während du irgendein Super-Alien gejagt hast, das es nicht mal gibt, hat Cell die Welt unterjocht. Wir brauchen dich im Hier und Jetzt, Boss. Du musst uns helfen, Cell aufzuhalten. Hier läuft mehr als eure Revolution. Ich habe es gesehen. Cell spielt mit Mächten, die sie nicht mal im Ansatz verstehen. Egal, was sie tun, sie werden die Erde damit zerstören. Wir müssen ihnen das Handwerk legen. Genau das müssen wir. Also los jetzt. Ich weiß nicht, aber irgendwie erinnert mich der Psycho an Bob Hoskins. Hat irgendwie eine Ähnlichkeit mit denen. Haben sie aber sehr gut gemacht, diese Charakteranimationen. Sehen sehr, sehr schön aus. Hardware ist intakt. Initialisiere Endgeschwindigkeit. Verstanden, Romeo 1. Sie haben es geschafft. Willkommen in der Hölle. Der Liberty Dome soll eine Ceph-Bedrohung isolieren. Sie sind also im Vorteil. Cell ergreift bereits erste Gegenmaßnahmen. Sie haben ungefähr 30 Minuten Zeit. Der markierte Bereich ist noch sicher. Nur minimale Bodenaktivitäten von Cell, aber die Türme sind immer noch funktionsfähig. Seien Sie vorsichtig und bringen Sie die Hardware nach Hause, Romeo 1. Jetzt leckt's ab und zu. Warum? Wieso? Das weiß wie immer niemand. Das ist Claire, New Yorks Regionalkommandantin. Sie ist zwar keine Soldatin, aber sie macht einen verdammt guten Job. Seit wann respektierst du den Vorgesetzten? Tja, weißt du, das hier ist was anderes. Ach, Scheiße. Ich muss dir versprechen, keinem was zu sagen. Naja, technisch gesehen habe ich mein Wort ja gehalten, oder? Schnacker. Okay, ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut und sehen uns in der nächsten Folge. Seht ihr das an? Alles klar. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Experimentelle